Ihr Lieben, es ist endlich soweit. Unsere neuen Reisepässe sind im Konsulat in Thessaloniki und wir können die heute abholen. Und damit werden wir ziemlich schnell Griechenland verlassen und unsere Reise nach Osten fortsetzen. Außerhalb der EU, in ganz neue Länder und ich freue mich riesig und bin sehr gespannt. Und natürlich werden wir dabei ein bisschen filmen und euch zeigen, was wir so entdecken. Weil unsere Reisepässe ja ablaufen oder jetzt abgelaufen sind, haben wir neue in Thessaloniki beantragt. Es hat aber länger gedauert als gedacht und die ganze Zeit haben wir jetzt hier auf Cassandra und Sitonia da drüben gewartet. Wir wollen uns gar nicht beschweren, wir hatten jetzt ja quasi irgendwie 8 Wochen Strandurlaub, also ganz schön. Inzwischen wird es aber auch ganz schön heiß und wir sind jetzt auch mal bereit, was Neues zu entdecken. Bevor es zum Konsulat geht, mussten wir auf jeden Fall nochmal bei unserem liebsten veganen Restaurant hier in Thessaloniki stoppen und nochmal veganes Gyros mit Pommes und geilen Dips essen. Wuhu, wir haben es geschafft, wir haben neue Reisepässe und wir haben unsere alten Pässe noch behalten, weil da irgendwie voll viele Visumstempel mit Erinnerungen drin sind, aber auch coole Stempel von irgendwelchen Schiffen, auf denen wir mal waren, zum Beispiel der Rainbow Warrior, so ein Greenpeace-Schiff. Und die Erinnerungen wollen wir erstmal behalten, weil das nimmt ja auch nicht so viel Platz weg. Aber wer weiß, vielleicht tun wir sie irgendwann weg. Aber bis jetzt haben wir beide 2 Pässe, einen gültig, einen ungültig. Bevor wir jetzt aus der EU ausreisen, füllen wir nochmal unsere Gasflasche auf. Also in der Türkei geht das bestimmt auch irgendwo. Aber haben wir uns jetzt noch nicht so richtig zu informiert. Und hier gibt es auf jeden Fall einen Ort, die uns unsere französische Gasflasche auffüllen. Deswegen lassen wir das jetzt noch mal schnell machen und das reicht dann für uns auch mal meist so um die 4 Monate. Das letzte Mal, ich schreibe das immer hier drauf, haben wir die am 14. Februar aufgefüllt. Das ist ja toll, wenn etwas läuft, so wie in den Park4Night-Kommentaren. Ich habe jetzt die Gasflasche abgegeben und die Frau sagte so 2 Stunden. Und die machen irgendwie um 2 Mittagspause und davor kann ich das dann abholen. Also die bringen die Flasche dann immer irgendwo hin und dann wird es befüllt und dann ist sie voll. Jetzt ist 12. Jetzt ist 12? Ah ja, okay. Toll. Dann können wir jetzt hier noch so durch den Hafen laufen. Im Regen. Es ist 13 Uhr am Mittag und stockduster. Die Straßenlaternen sind sogar angegangen. Wir haben hier ein heftiges Gewitter. Die Straße ist hier auch richtig überschwemmt schon. Und oft ist es ja so, am Ende vom Urlaub, aus meiner Erfahrung, fängt es dann immer richtig doll an zu regnen. Und dann weiß man, jetzt ist Zeit, auch weiterzufahren. Und das ist jetzt bei uns hier auch der Fall. Uiuiui. Okay. Jetzt haben wir 2 neue Reisepässe, aber jetzt ist hier Gewitter und Sturm. Jetzt müssen wir warten, bis wir weiterfahren können. Ich bin zwar voll ungeduldig, aber ist schon okay. Und dann wollen wir nochmal einkaufen, damit wir nochmal leckere Sachen aus Griechenland essen können, um dann uns auf neue leckere Sachen in der Türkei und dann in Georgien freuen zu können. Fühlt sich ein bisschen an, als wären wir jetzt in so einer Waschanlage.
Wir haben ja einen tollen, sehr rutschigen Unterstand gefunden. Wir waren gerade noch einkaufen, da war sogar Stromausfall im Lidl. Und jetzt essen wir erstmal Mittag und warten ein bisschen, bis der Regen weniger wird. Schon lange haben wir uns mit dem Gedanken beschäftigt, wie unsere Reise weitergehen sollte. Die Pandemie und unser Anspruch, möglichst langsam zu reisen, um neue Umgebungen wirklich kennenlernen zu können und ein Gefühl für das Leben an fremden Orten zu bekommen, haben dafür gesorgt, dass wir in den letzten 2 Jahren noch nicht besonders viele Länder mit dem Van bereist haben. Wir haben jedoch erkannt, dass es uns zurzeit Richtung Osten zieht. Wie weit, das wissen wir noch nicht genau, aber wir wollen die Weite der Welt spüren, wollen verstehen, dass Orte, Regionen, Länder ganz verschieden sein können, auch wenn sie vielleicht nur wenige Kilometer auseinander liegen. Wir wollen uns die Zeit nehmen, einen Einblick zu bekommen von einem Leben fernab von dem, was wir gewöhnt sind, und wir wollen mal wieder über unsere eigenen Grenzen hinausgehen. Nachdem wir jetzt wochenlang an wunderschönen Stränden standen, stehen wir jetzt irgendwo im Nirgendwo auf einem Parkplatz vor einer Taverne, weil es so sehr regnet und weil es auch schon relativ spät ist. Aber das gehört halt auch zu unserem Leben dazu und wir hoffen, das Wetter wird bald besser, damit wir ein bisschen gemütlicher und nicht so mit Donner und Blitz und mega krassem Regen weiterfahren können. Als Abschied aus Griechenland gibt es jetzt nochmal Austernpilze Gyros, weil wir gehört haben, dass es Austernpilze nicht so viel in der Türkei geben soll und wahrscheinlich auch nicht in Georgien. Deswegen gibt es das jetzt nochmal mit Pita-Brot. Und das ist ein perfektes Essen nach so einem regnerischen, irgendwie auch ein bisschen anstrengenden Tag, so was Warmes, Leckeres, selbst kreierbares zu essen. Guten Morgen. Wir hatten eine ziemlich krasse Nacht, weil es wirklich stark über uns gewittert hat. Also man kann das ja immer so ein bisschen daran erkennen, der Blitz kommt und wie lange es dauert, bis der Donner kommt. Und es war echt so Blitz und dann Donner. Und Donner auch nicht so ein bisschen, sondern wirklich so, dass man dachte, neben uns bricht jetzt ein Gebäude ein. Also auch so ein bisschen gruselig. Also die Natur gewinnt am Ende auf jeden Fall immer und ist auf jeden Fall die stärkste Kraft. Und jetzt frühstücken wir erstmal und dann geht's heute schon weiter. Und ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, mir eine Jeans oder so anzuziehen. Es ist jetzt aber nicht mehr so warm, deswegen jetzt einfach in Jogginghose weiter Richtung Grenze. So, weiter. Weiter. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Jetzt 8 Wochen auf Çaykidiki waren, ist es jetzt voll krass, mal wieder weiterzufahren und was Neues zu sehen, weil wir sind da ja wirklich ziemlich hin und her gefahren und kannten uns da am Ende auch ein bisschen aus und wussten halt schon, wo coole Stellplätze sind und so. Und jetzt ist es richtig cool, wieder neue Sachen entdecken zu müssen. Und es ist auch voll cool, seine Komfortzone wieder zu verlassen. Und das macht für mich irgendwie Reisen ja auch voll aus und deswegen machen wir das ja. Aber dabei sind wir auch auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Ich auf jeden Fall. Und natürlich auch aufgeregt, ob an der Grenze alles passt und so. Aber es ist soweit und das ist echt richtig cool. 6 Kilometer noch bis zur Grenze. Das ist ja aufregend. Mariano ist, glaube ich, ein bisschen K.O. vom Fahren. Und deswegen ja, und weil wir nachts nicht geschlafen haben, weil es ganz leicht geregnet hat und gewittert hat. Ja, das verstehe ich. Aber ich bin dann immer trotzdem sehr aufgeregt. Also ich bin auch müde, vielleicht bin ich deswegen auch noch aufgeregter. Aber freudig aufgeregt. Und dann sind wir plötzlich im ganz neuen Land wieder, weil das war jetzt auch länger nicht so. Also ich glaube, es wird richtig gut. Zwischen Europa und Asien. Zwischen Vergangenheit und Moderne. Zwischen Gastfreundschaft und Massentourismus. Zwischen Gewohnten und Unbekannten.
Das sind die Dinge, die mir spontan zu der Türkei einfallen. Auf unserem Weg nach Georgien werden wir uns jedoch ein eigenes Bild von dem Land und seinen Menschen machen. Und wir werden ganz bestimmt für längere Zeit irgendwann wiederkommen. So, jetzt haben wir unseren Stempel im Pass und unser Auto wurde angemeldet. Oder was ist auch eingeführt noch? Worden. Ist eingeführt. In der Türkei. Und jetzt geht's zu noch irgendwas. Da gibt's dann den ersten Börek. Jetzt sind wir komplett eingereist. Und wo fahren wir jetzt hin? Nach Osten! Okay. Also ja, Richtung Istanbul, ne? Nach 4 Monaten Griechenland sind wir jetzt ja in einem neuen Land und jetzt müssen wir wieder alles von vorne herausfinden, wie man Wasser holt. Jetzt versuchen wir erstmal so eine Karte wegen der Autobahnmaut zu besorgen. Ja. SIM-Karte. Und wie das so ist mit den Stellplätzen. Ja. Und es ist wieder eine neue Währung, das heißt, wir müssen auch irgendwie umrechnen, weil eine andere Währung hatten wir nur am Anfang in Norwegen und Schweden und seitdem waren wir irgendwie immer in EU, also Euro-Ländern. Ja. Das macht das Ganze irgendwie echt aufregend. Da merkt man halt, wie sehr man sich dann an Griechenland und so gewöhnt hat. Ich meine, bei 4 Monaten ist es auch kein Wunder. Aber mal sehen. Jetzt sind wir auch erstmal, also ich bin auch nicht so gut vorbereitet. Mariano hat wenigstens Google Translator sich vorher runtergeladen, ich nicht. Deswegen müssen wir auch erstmal irgendwann eine SIM-Karte finden, weil man sonst ja in der heutigen Zeit es schwieriger hat, Sachen herauszufinden. Also können natürlich auch Leute fragen, aber ja, ich bin schon sehr daran gewöhnt, alles über das Internet herauszufinden. Oh mein Gott! Hundebabys! Oh mein Gott! Wie süß kann man sein? Unsere erste Nacht in der Türkei werden wir auf diesem lustigen Picknickplatz nicht so weit entfernt von der Autobahn verbringen, bevor wir dann morgen weiterfahren, weil hier natürlich auch einfach nicht so viele eigentlich gar keine Park-for-Night-Plätze angegeben sind, weil wahrscheinlich viele hier einfach nur auf der Durchreise sind, weil wir jetzt hier in so einer Art Niemandsland sind, wo es echt nur Felder, ein paar nicht so moderne Dörfchen gibt und die Autobahn, die hier halt total nach Istanbul führt. Und genau, jetzt reicht es auf jeden Fall mit Fahren, war irgendwie ein langer, aufregender Tag. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, nur Abendessen, dann gucken wir noch irgendwas gemütlich und schlafen dann und erholen uns, damit es morgen weitergehen kann. Sind noch keine Stunde hier, haben gerade Abend gegessen, da kam so ein Mann vorbei und hat uns diese Früchte geschenkt, der hat einen ganzen Beutel davon und ich weiß gar nicht genau, was das ist und wir hatten auch noch nicht so wirklich was als Dankeschön, weil wir haben als Tipp bekommen, dass man irgendwie auch mal irgendwie eine Packung Kekse hat oder so, um sich zu revanchieren. Aber es ist echt krass, also weil das wurde uns auch schon irgendwie von 1000 Leuten gesagt, dass die Türkinnen halt so super gastfreundlich sind. Und ja, wir stehen hier jetzt nicht mal eine Stunde und erfahren das schon direkt. Tag 2 in der Türkei. Unsere Fahrt geht weiter. Wir haben gestern ein bisschen darüber geredet, dass wir auf jeden Fall nicht mehr so schnell fahren, also so viel fahren werden. An einem Tag schnell fahren können wir eh nicht. Und deswegen mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall die nächsten Tage, so schnell es geht, eine SIM-Karte kaufen und diese Vignette, haben wir ja gestern schon gesagt, für die Autobahn, die wir ein Stück benutzen wollen. Problem ist, heute ist Sonntag und deswegen müssen wir mal gucken, wie das hier so ist mit Geschäften, wann was offen hat. Unsere 3 Missionen haben nicht so richtig geklappt, also es hat eigentlich nur eine geklappt und das ist eine SIM-Karte besorgen. Geld abheben hat bei uns beiden nicht funktioniert und bei mir wurde dann noch die Karte eingezogen. Das heißt, wir müssen jetzt morgen zur Bank rennen, die zu diesem Automaten gehört und irgendwie fragen, ob die mir meine Kreditkarte wiedergeben können. Und dann mal da fragen, warum wir nichts abheben können, weil das heißt irgendwie, es gibt einen technischen Fehler. Und wir haben jetzt geguckt bei unserer Bank, eigentlich sind wir freigeschaltet für die Türkei. Also so ein bisschen anstrengend, aber werden wir schon hinbekommen und sonst haben wir auch noch ein bisschen Bargeld, was wir tauschen können. Und die Post hatte natürlich zu, zu der wir müssen, um diese Vignette zu kaufen, um die Autobahn nutzen zu können. Und jetzt sind wir an so einem richtig lustigen Ort mal wieder gelandet, irgendwo in einer größeren türkischen Stadt, wo irgendwie hinter uns so ein Volksfest ist, wo ganz viel los ist und hier werden wir jetzt die Nacht verbringen. Thank you.
war ich bei dieser Bank, um da meine Karte wieder zu kriegen, aber die konnten mir hier überhaupt nicht helfen und da musste ich den Customer Service der Bank anrufen und die haben gesagt, der ATM, wo ich war, ist nämlich da hinten um die Ecke, der gilt als Offsite ATM und da haben die auch keine Befugnisse. Das heißt, meine Kreditkarte ist jetzt einfach weg. Und das Schlimme ist, wir können nicht mal von hier meine deutsche Bank anrufen, weil wir mit der türkischen SIM-Karte nicht nach Deutschland telefonieren können. Das heißt, wir sind so richtig am Arsch und müssen jetzt irgendwie gucken, dass meine Familie da mir irgendwie hilft, dass ich irgendwie eine neue Karte kriege oder die erstmal sperre. Zum Glück haben wir jetzt noch Marianos Karte. Unser letztes To-Do abgehakt. Wir haben jetzt so eine Maut-Vignette, die wir bei uns reinkleben für die Autobahnmaut. Und die muss man vorher kaufen und man kann auch an diesen Mautstationen nie mit Bar oder Karte zahlen. Und das muss man bei so einer Post machen. Das war wieder alles ein bisschen lustig, weil die sprachen wieder kein Englisch und da. Aber es hat alles ganz gut funktioniert. Und das Doofe ist, man musste das mit Bar bezahlen, nicht mit Karte. Und jetzt ist unser ganzes Bargeld quasi schon wieder weg. Und man muss das auch vorher so aufladen, ohne dass wir wissen, wie viel wir eigentlich brauchen. Jetzt haben wir das für 200 Lire aufgeladen und mal gucken, ob es reicht, um jetzt hier durch die Türkei zu fahren, weil so viele Mautstraßen gibt es eigentlich auch gar nicht. So, dann kleben wir mal unser Maut-Klebeding auf. Ui. Hier unten wahrscheinlich? Ja. Okay, dann geht's jetzt weiter. Richtung Istanbul. 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 Oh mein Gott, das ist aufregend. Ich freue mich. Oh, ich suche. Da ist noch einmal Werbung für Greek Food. Da kann man noch mal schnell alles essen, was es nur in Griechenland gibt. Oder es ist einfach nur gutes Marketing. Sehr schlau. Uso kann man noch mal trinken. Noch so ein Uso?